Translation Look Aside Buffer. Ja? Also das sind quasi, da wird ein Puffer eingerichtet, um da schneller zu werden, dass man nicht diese 100% langsamer ist. Und das ist genau dieser TLB. Bisher haben wir ja gelernt, Paging ermöglicht, den Speicher in gleich große Abschnitte einzuteilen und diese zu adressieren. Ne? Check. Dann für Paging werden Paging-Tables im Hauptspeicher vorgehalten, die sehr, sehr groß werden können. Ne? Die 400 MB oder bei 64-Bit-Systemen noch wesentlich größer. Check, auch verstanden. Dann jeder Speicherzugriff, also Variable laden, schreiben, Instruktionen laden, also auch ne, jede Assembler-Instruktion laden. Ne? Bedeutet auch, nochmal für das Mapping auf den Hauptspeicher drauf zugreifen. Und damit sind wir tatsächlich bei diesen 100% langsamer geworden. So, Konsequenz, durch die zusätzliche Speicherzugriffe werden wir langsamer. Ja? Also nicht nur vermutlich, das ist ganz, ganz sicher, da wir das alles auch über den Bus schieben müssen. Also, wir brauchen einen Lösungsansatz und den realisieren wir am besten in Hardware. Ja? Das heißt, hier braucht unser Betriebssystem wieder Hardware. Und hier vielleicht nochmal ein ganz kurzer Exkurs. Also, Sie merken hier, Betriebssystem programmieren hat zwangsläufig immer irgendwas mit der Hardware zu tun. Also wie funktioniert die Hardware darunter? Und wenn Sie sich das überlegen, Linux-Systeme, die auf einer Intel-Architektur oder auf einem x86-Architektur laufen oder ein Windows, was auf einer x86er-Architektur läuft, das sind Betriebssysteme, die mit der Hardware quasi zusammenspielen. Und ähnlich ist es Stand heute auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel macOS haben, das auf einer Intel-Architektur basiert oder auf einem x86-Architektur basiert. Was passiert jetzt, wenn eine Firma wie Apple sich entscheidet, dass sie die Hardware unterunter tauschen, also eine andere Architektur einsetzen, was jetzt gerade passiert und vor, ich glaube, 15 Jahren ja auch schon mal passiert ist, als man auf die x86-Architektur gesprungen ist. Da habe ich plötzlich eine andere Architektur und ich muss all diese Funktionen da drin ja auf die Hardware anpassen. Ja, und die Hardware muss auch das unterstützen, was das Betriebssystem macht. Das heißt, da muss man immer dran denken, wenn man von Betriebssystem spricht. Und auch da nochmal der Hinweis, wenn Sie Stand heute ein Betriebssystem sehen und sagen, oh, ich mag aber Windows viel lieber als ein Linux, ja, oder ich mag Linux lieber oder Mac lieber. Wenn Sie wirklich mal aus der Betriebssystem sich drauf schauen, also alles, was Sie jetzt schon gelernt haben. Wir haben ja hier nie von der UI gesprochen, also dieser Desktop-Manager da oben drauf läuft, hat ja erstmal nichts mit dem Betriebssystem zu tun, sondern Betriebssystem bedeutet, wie geht eigentlich Ihr System mit der Hardware unten drunter um? Ne? Wie spielt Hardware und das Betriebssystem eigentlich zusammen? Das ist eigentlich die Fragestellung. Und wenn schon heute jemand sagt, er mag das oder jenes Betriebssystem lieber, dann muss eigentlich schon die Frage sein, ach ja, warum? Ne? Also hat es denn, ne, hat es was mit der MMU zu tun oder mit der Adressierung vom Speicher? Ja? Es hat nichts mit der schicken UI zu tun, die oben drauf gesetzt ist. Na, wenn Sie sich ein bisschen Mühe geben, kriegen Sie ein Linux-System genauso hingetweakt von der UI wie ein Windows oder umgedreht ein Windows wie ein Linux-System. Und da wollte ich vor weitergehen noch auf die, doch ein Zitat, das kürzlich gelesen wurde. Performance is the art of not doing things. Genau, das passt immer zu dem Speicher dazu. Also alles, was Sie im Prinzip machen, macht ein System meistens erstmal langsamer. Ne? Hat ja auch mit der Architektur dann entsprechend was zu tun. So, was haben wir denn noch? Genau. Translation Look-Aside Buffer, das ist das, mit dem wir jetzt das Betriebssystem wieder ein bisschen oder das System ein bisschen schneller machen wollen. Das heißt, diese Buffer wurden eingeführt und die sind Teil der MMU, also der Memory Management Unit. Das heißt, ich habe hier Hardware-Support, beziehungsweise Support durch die CPU. Vereinfacht ist es nichts anderes als ein Cache, in dem häufig genutzte Adressmappings, also Sie erinnern sich an das Bild von vorher, welcher virtuelle Adressraum oder welche Page wird auf welche Page auf der Physik gemappt, ja, das steht dann da drin. Also virtuell zu physikalisch, das wird dazwischen gespeichert. Und jedes Mal, wenn jetzt ein Speicherzugriff stattfindet, dann wird zuerst mal in diesem Translation Lookaside Buffer geprüft, ob das Mapping vielleicht schon da drin steht. Wenn es da drin nicht steht, ja, dann muss man das entsprechend nachladen. Und wie das funktioniert, schauen wir uns mal an. Dieser Basisalgorithmus, den man da verwendet, ja, hier einfach mal ganz, ganz salopp hingeschrieben, der sieht so aus. Sie haben einen Speicherzugriff und Sie möchten jetzt die virtuelle Page Number aus der virtuellen Adresse ermitteln. Das waren zum Beispiel in unserem Beispiel vorhin die ersten 2 Bytes. Ja? Wenn diese virtuelle Page
Nummer, Number in dem Translation Lookaside-Buffer enthalten ist, ja, dann kann ich ja aus diesem Cache ja, den anderen Wert rauslesen, also die PageFrame-Number, die physikalische Adresse rauslesen. Dann verbinde ich diese physikalische Adresse mit dem Offset aus der virtuellen Adresse. Das hatten wir vorher ja in dem Bild. Ne? Der Offset bleibt gleich, das waren vorhin die 5. Und dann kann ich direkt auf den Speicher zugreifen und fertig. So. Und jetzt habe ich genau 100% Performance-Steigerung an der Stelle, weil ich nicht mehr auf diesen Hauptspeicher zugreifen muss. Ja? Das passiert dann direkt in der Hardware und damit bin ich schon fertig. Wenn nicht, na, und jetzt kommt die Krux an der Stelle, wenn nicht, greife ich auf die Page-Table zu und ermittle das Mapping. Das heißt, jetzt muss ich auf die Page-Table im Hauptspeicher zugreifen, das Mapping rauslesen. Was mache ich jetzt? Ich aktualisiere den Translation Lookaside Buffer, dass ich schreibe diese beiden Werte da rein. Und jetzt ganz wichtig, ich wiederhole den letzten Zugriff auf den Translation Lookaside Buffer. Und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, wie so ein Prozess abläuft, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also das bitte im Kopf behalten an der Stelle. Ja? Jetzt können wir uns nämlich mal überlegen, was für Implikationen das zu tun hat. Also jetzt haben wir Betriebssysteme. Ich hatte am Anfang gesagt, für mich ist schon wichtig, dass ein Programmierer oder ein Entwickler, und jetzt sind wir in Software Engineering, in ihrem Bachelor-Studiengang, warum sollten Sie verstehen, wie ein Betriebssystem funktioniert? Ja, ich war früher in einem Betriebssystemvorlesung, da wurde mir eigentlich nie klar, warum muss ich das eigentlich wissen? Ja, also das eine, das haben Sie jetzt schon mal verstanden, ne, durch diese Architektur, die wir jetzt unten drunter liegen haben, werden wir ja langsamer. Das heißt, jedes Mal, wenn ich auf Variablen zugreife, wird das langsamer. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ja Werte reinlese oder reinschreibe oder rauslade. Ja, jetzt ist es ja so, dass unser Translation Lookaside Buffer davon ausgeht, dass die Mappings im Cache gefunden werden. Das ist übrigens etwas, wo jeder Cache davon ausgeht. Also jeder Cache ist so designt, dass man sagt, wenn ich was suche, finde ich das im Cache. Ja, da gibt es dann ganz verschiedene Strategien, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wie das funktioniert. So. Durch diesen Cache gibt es da weniger Overhead, ja, da dieser Translation Lookaside Buffer schnell ist und mit der CPU kommunizieren kann. Ne? Also im Gegensatz zum Hauptspeicher kommunizieren direkt miteinander. So. Wenn Off-Pages genutzt werden, deren Mappings aber nicht in diesem Puffer liegen, ja, dann wird ja unser Prozess plötzlich merklich langsamer, weil jedes Mal in den Hauptspeicher zugegriffen wird. Das heißt, ich muss permanent diesen Cache updaten. Und wenn das jetzt ganz, ganz oft passiert, können Sie sich auch überlegen, dann werden auch diese Einträge in diesem Cache permanent ausgetauscht. Das heißt, ich bin da auch immer in einem Prozess drin, der ganz, ganz langsam ist. Also, wenn man jetzt C programmiert, macht man sich da vielleicht ein bisschen Gedanken darüber. Wenn Sie Assembler programmieren, also früher hat man sich da sehr viel Gedanken drüber gemacht. Wir hatten das ja auch einmal im Chat, in den Vorlesungen vorher. Vieles von den Dingen ist einfacher zu verstehen, wenn man mal Assembler gelernt hatte und Assembler programmiert hatte. Aber also jetzt machen wir uns eben, Stand heute, keine Gedanken mehr drüber. Wenn Sie Java programmieren, machen Sie sich keine Gedanken drüber, wie die Pages geladen werden, wie viele Variablen Sie verwenden, wie groß Ihr Heap ist. Ja? Also da guckt man immer erst rein, wenn man in das Profiling reingeht, weil das Programm langsam ist. Ja? Und jetzt gilt aber auch bei modernen Programmiersprachen das Lokalitätsprinzip. Also wenn ich auf Dinge zugreife, die nahe beieinander liegen, dann haben Sie eigentlich Chancen, dass es schnell ist. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel auf Objekte im Heap zugreifen, die vor ganz, ganz langer Zeit in Ihrem Programm schon mal instanziert wurden, dann sind die Wahrscheinlichkeiten groß, dass Sie in einer ganz anderen Page liegen. Na, das können Sie sich überlegen. Das heißt, je mehr Daten Sie über die Zeit anhäufen, desto mehr Pages brauchen Sie ja über die Zeit. Und mit jeder Page, die dazukommt, liegt die irgendwo anders. Ja? Und wenn Sie viele Pages verwenden in Ihrem oder ne, viel Speicher verwenden in Ihrem Prozess, haben Sie viele Pages und dann kommt das durchaus zustande, dass die immer wieder nachgeladen werden müssen. Ja? Das heißt, wenn Sie oft auf Daten zugreifen, die das Laden eben von nicht gecachten Mappings erfordern, ja, weil Sie diese Menge von Daten im Programm nutzen, dann werden Sie einfach langsam an der Stelle. So. Und das ist jetzt genau die Fragestellung, wie Sie beim Programmieren da entgegenwirken können. Also wenn Sie ein Programm entwickeln, muss man sich da wirklich mal Gedanken drüber machen, wie viele Daten verwende ich eigentlich. Das können Sie natürlich nicht berechnen, ne, mit den Pages, aber eben versuchen, das ein bisschen effizienter zu machen. Wenn wir später zu dem Swapping kommen, das sind genau solche Effekte, die haben Sie manchmal bei Programmen, vielleicht haben Sie es tatsächlich schon mal erlebt, dass Ihr Programm
plötzlich schlagartig langsamer wurde, weil es permanent Festplattenzugriffe hat, weil Pages oder ganz viele Pages geladen wurden, aber Pages auch geswappt wurden auf die Festplatte. Das kennt man, bekommt man heute mit SSDs gar nicht mehr so stark mit. Früher hatten sie das relativ oft, wenn sie gemerkt haben, dass ihre Festplatte im Rechner plötzlich sehr laut wurde. Da wurde dann ganz, ganz viel gepaged und das war genau so ein Phänomen, was eben durch die Programmierung von einem entsprechenden Programm entstehen konnte. Also das ist immer eine ganz spannende Fragestellung und da hilft es einfach, wenn Sie verstehen, wie so ein Betriebssystem im Hinterkopf funktioniert. Also, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man auf diesen Translation Lookaside Buffer zugreift und jedes Mal, wenn das nicht klappt, ja, dann sprechen wir von so einem Miss, also einem Fehlzugriff. Und jetzt ist plötzlich die Frage, wer ist eigentlich für diesen Translation Lookaside Buffer Miss zuständig? Also was machen wir oder wer macht das eigentlich, wenn das Mapping nicht im Puffer vorliegt? Ja? Und da machen wir nochmal einen kleinen Exkurs und zwar frühere Rechnerarchitekturen. Ja? Frühere Rechnerarchitekturen, die hießen Complex Instruction Set Computers, also CISC-Architekturen. Und da musste man wissen, also auch eine, oder die Hardware musste wissen, wo sich die Page Table befand und auch wie die aufgebaut war. Also wenn wir vorhin von dieser x86er Table gesprochen haben, dann haben sie wirklich wissen müssen, wie die aussieht. Das war ganz wichtig. Und bei einem Miss war dann die Hardware dafür zuständig, den konkreten Eintrag zu suchen und auch diesen Translation Lookaside Buffer zu aktualisieren. Moderne Systeme, Reduced Instruction Set Computers, die werden RISC abgekürzt, die werfen dann eine Exception. Und jetzt kommen wir zu der ersten Vorlesung nochmal zum Sprechen. Ja, diese Exception, die raised a trap, also die führt dazu, dass eine Trap ausgeführt wird oder ein Trap-Händler gestartet wird. Der wird dann im privilegierten Modus gestartet. Das heißt, das Betriebssystem führt den aus und der kümmert sich dann darum, eben das nachzuladen und auch diesen TLB zu aktualisieren. Ja. Nachdem diese privilegierte Operation ausgeführt wurde und dieser Translation Lookaside Buffer aktualisiert wurde, dann kehrt das Betriebssystem aus dem Trap zurück. Und dann läuft Ihr Programm ganz normal weiter. Und jetzt kommt nochmal das mit dem Wiederholen, was wir eben angesprochen hatten, zum Tragen. Also anders als bei einer normalen Trap. Also bei einer normalen Trap springen Sie in diese Trap rein, führen Ihren Code aus und springen nachher wieder raus und machen dann weiter. Ja? Und ganz wichtig an der Stelle, wenn wir jetzt bei diesen TLB-Misses sind, dann darf der Prozess nicht mit der Instruktion aufmachen oder weitermachen, die nächste ist, sondern muss die letzte Instruktion wiederholen. Warum? Da wurde ja versucht, auf den Speicher zuzugreifen. Der Speicherzugriff hat nicht geklappt, weil das Mapping nicht im Cache war. Jetzt wurde dieses Mapping nachgeladen in den Cache und jetzt müssen Sie die letzte Instruktion nochmal wiederholen, dass auch die Daten aus dem richtigen physikalischen Speicher rausgeladen wurden. Ne? Das ist ganz wichtig an der Stelle und da muss sich eben das System dann auch drum kümmern. Wenn Sie normalerweise jetzt programmieren, haben Sie damit nichts mehr damit zu tun. Genau. Jetzt kommt da noch eine Anmerkung. Genau, es gibt noch ein Video, das werde ich schaue ich mir nochmal an und verlinke das dann entsprechend auch. Da geht es eben um die Listen und hinsichtlich der Performance in dem Kommentar. Das genau, das ist ein super Hinweis und in möglichen Vorlesungsunterlagen würde ich das nochmal verlinken. So, genau, jetzt hatten wir den Speicherzugriff und genau, der Vorteil des Betriebssystems, also in diesen RISC-Architekturen habe ich den Vorteil, dass das Betriebssystem beliebige Datenstrukturen für die Page-Tables vernutzen kann. Ich gehe davon aus, dass der Kommentar da auch drauf abzielt. Allerdings so. Das heißt, ich brauche die Hardware nicht dafür und damit wird die Hardware auch günstiger. Das heißt, RISC-Architekturen sind eigentlich die neuen. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Exkurs für Sie. Und zwar eine der älteren CISC-Rechnerarchitekturen ist übrigens die x86-Architektur, die wir eigentlich überall rumliegen haben. Ne? In meinem Laptop, in Ihrem Laptop, in Ihrem Rechner, Desktop etc. In den meisten haben Sie eine x86-Architektur. Und Stand heute ist es tatsächlich die einzige nennenswerte Architektur, die ich kenne, die noch einen CISC-Ansatz verfolgt. Allerdings ist es tatsächlich so, die Vorteile bei der x86-Architektur überwiegen einfach auf allen anderen Ebenen, dass man genau diesen Nachteil beim Translation Lookaside Buffer in Kauf nimmt. Und deswegen hat sich der Stand heute auch entsprechend durchgesetzt.
Und da bekommen Sie von mir einfach nochmal die kleine Hausaufgabe. Lesen Sie von dem Kollegen an der Uni Stanford einfach diesen kleinen Artikel. Da wird nochmal RISC und CISC sehr schön verglichen. Es sind auch nur 2, 3 Seiten zum Lesen, aber da kriegen Sie nochmal ein richtig gutes Verständnis für die Rechnerarchitektur, weil ich gehe aktuell davon aus, dass eben RISC und CISC im aktuellen Semester noch nicht dran waren. Das heißt, das müssen Sie sich selbst immer ein bisschen erarbeiten, dass Sie da auch die Hintergrundinformationen verstanden haben. Und bevor die Frage kommt, ja, lesen Sie es unbedingt, weil es kann durchaus mit einer Frage in der Klausur zu tun haben. Ja. Auf jeden Fall, dass Sie das verstanden haben. Jetzt schauen wir uns Translation Lookaside Buffer nochmal im Detail an und gehen auf so ein paar Fragestellungen ein. Ja, das eine ist, man spricht davon, dass Translation Lookaside Buffer voll assoziativ sind. Sie kommen an den Link nicht so ran, an Außenstehender. Wegen dem Link nochmal keine Sorge. Ich verlinke diese Vorlesungsfolie oder die Vorlesfolien, die kommen alle noch auf eine öffentlich zugängliche Stelle. Und ich verlinke das aus dem Twitch-Profil. Also das mache ich heute noch im Laufe des Tages. Ich muss die nur noch hochladen und dann kommen sie auch ohne Probleme an den Link ran. Genau, voll assoziativ. Also es gibt noch andere Varianten, wie solche Translation Lookaside Buffer aufgebaut sind, auf Englisch Full Associative. Das bedeutet erstmal, dass jedes Mapping überall in dem Puffer stehen kann. Also es ist nicht irgendwie strukturiert. Und das bedeutet, dass die Hardware, also wenn wir jetzt von der Hardware sprechen, diesen gesamten Puffer durchsuchen, also entweder von vorne nach hinten, weil eigentlich machen die Systeme da Stand heute parallel, also ne, welche Strategien es da auch immer gibt, Divide and Conquer etc., dann kann man das parallel durchsuchen, bis man den Eintrag gefunden hat. Und so ein typischer Translation Lookaside Buffer Eintrag ist wie folgt aufgebaut. Sie haben vorne die Virtual Page Number, dann die Frame Number, wie es in dem Hauptspeicher liegt, in welchem Frame es liegt und dann eben noch mal ein paar weitere Bits. Und jetzt ist die Frage, was steckt eigentlich in den weiteren Bits mit drin? Ja? Und da können wir uns mal einfach so ein paar Beispiele angucken. Da steckt sowas drin wie ein Valid Bit. Ja? Also der Eintrag im Puffer hat ein gültiges Mapping. Ne? Und das ist so die Frage, die vorhin kam, wer kümmert sich eigentlich darum, die Frames zu löschen? Ne? Das Frame wird nicht gelöscht, aber man invalidiert zum Beispiel diesen Eintrag im Mapping. Dann Protection Bits, also wer kann oder darf eigentlich auf eine Page zugreifen? Ne? Und dann gibt es noch Read-Execute-Bit, zum Beispiel Heap-Pages werden mit Read und Write gekennzeichnet, also darf ich reinlesen und schreiben. Und das liegt schon in diesem Puffer mit drin. Ja, und ich habe zum Beispiel auch so ein Dirty-Bit, also wurde das verändert. Also das sind alles so Bits, die da noch mit drin liegen könnten. Und wir brauchen so ein bisschen dieser zusätzlichen Bits für die Context-Switches. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass Sie sich noch ein bisschen an die Context-Switches erinnern, die wir vor, was waren das, 2, 3 Wochen, also weit vor Ostern hatten wir die Context-Switches schon drin. Und falls nicht, wiederholen Sie einfach nochmal die vorhergehenden Kapitel. Und für die Studierenden aus dem Kurs gibt es halt die ganzen Aufzeichnungen auch nochmal im Lernsystem drin. Also, Sie wissen, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Sie wissen noch, wie Context-Switches funktionieren. Und wir hatten ja schon mal gesagt, die Mappings in dem Puffer von virtuell zu physikalisch gelten immer nur für einen einzelnen Prozess. Ne? Das heißt, bei einem Context-Switch ist seitens Hardware und Betriebssystem darauf zu achten, dass der Prozess, der laufen soll, nicht versehentlich auf ein Mapping von einem zuvor laufenden Prozess zugreift. Und damit Sie sich das ein bisschen vorstellen können, habe ich mal hier so eine ganz, ganz vereinfachte Tabelle aus dem Buch genommen. Ja, das Beispiel, ich habe einen Prozess 1 und der mappt von der virtuellen Adresse 10 auf physikalisch 100. Ja, und dann gibt es noch den Prozess 2, das ist dann der unten, der mappt seine Page Number 10 auf physikalisch 170. Also erstmal überhaupt kein Problem, ne? Beide sind valid und beide sind auch mit Read, Write, Execute ausgeführt. Und was passiert denn jetzt, wenn der Prozess 2 sagt, okay,
Ich möchte gern auf meine Virtual Page Number 10 zugreifen, ja? Und jetzt guckt die Hardware oder das Betriebssystem in diese Liste rein und schaut, oh ja, super, ich habe was gefunden. Virtual Page Nummer 10 liegt am Adressraum 100, der ist valid und super, ich darf lesen, schreiben, ausführen. Ne? Und der liest den Wert oder den Speicherbereich da raus. Ja? Und was macht Ihr Programm plötzlich? Ja? Das liest aus dem Speicher, also aus der Page, die eigentlich dem Prozess 1 gehört. Und das ist ja nicht so geschickt, ja. Und stellen Sie sich vor, Sie schreiben da jetzt was rein und dann ist wieder ein Context-Switch und Prozess 1 läuft weiter und er liest dann plötzlich die Sachen, die Prozess 2 geschrieben hat. Also das möchten Sie wirklich nicht, ja, dass sowas passiert. Also wie könnte man dem Problem jetzt vorbeugen? Da gibt es verschiedene Varianten, die auch genutzt werden. Das eine ist, Sie löschen den Translation Lookaside Buffer jedes Mal. Das heißt, Sie flashen den auf Englisch, wenn sich das Base-Register ändert. Und jetzt denken Sie nochmal dran, das hatten wir vorhin ja schon, es wird der S-Break Syscall aufgerufen und dann könnte man eigentlich auch sagen, ob, also zum Beispiel, wenn sich das Base-Register ändert, dann wird er eh aufgerufen und dann rufe ich auch auf dem Puffer einen Flush aus. Und das ist eigentlich die einfachste Variante, die ist auch relativ schnell, aber jedes Mal, wenn sich die Prozesse wechseln, also bei jedem Context-Switch, müssen wir jetzt diesen Puffer neu aufbauen. Das ist ein typisches Cache-Problem, wenn Sie einen Cache löschen. Und das ist eigentlich wieder doof, weil angenommen, Sie hätten ja schon was in einem Cache stehen und der ist vielleicht ja auch groß, weil genügend reinpasst. Ne? Zum Beispiel, Sie kaufen jetzt vielleicht einen teureren Rechner, da ist dann ein größerer Cache drin oder ein besserer Cache drin, der schnell ist und wo auch entsprechend viele Einträge drin sind, jetzt nur theoretisch gesprochen, dann würden Sie das ja gar nicht nutzen, weil jedes Mal, wenn der Prozess wechselt, diese Werte nicht mehr drinstehen. Und dann hätten Sie bei jedem Zugriff am Anfang einen Miss und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie laden alle Pages rein, Sie haben jedes Mal den Miss da drin. Und jetzt ist der Context-Switch. Jetzt machen Sie wieder einen Flush, alles wird rausgelöscht. Und jetzt fangen Sie wieder von vorne an für den anderen Prozess. Und gerade wenn Ihr Cache voll ist, dann wechseln Sie wieder. Das ist auch das, was man unter Cache-Warm-Laufen oder Cache-Warm-Up versteht. Das ist in dem Moment, wenn Ihr Cache warm gelaufen ist, und jetzt könnten Sie eigentlich davon profitieren, dass der Cache da ist, löschen Sie den wieder und fangen von vorne auf. Das heißt, dann sind Sie von der Performance genau an dem Punkt, was wir vorhin hatten. Sie haben diese 100% Performance-Steigerung. Ne? Also das komplette Ding ist doppelt so lange. Und da hat man sich natürlich noch eine zweite Variante einfallen lassen. Und da geht man einfach hin und sagt, ich nutze etwas, das nennt sich Address Space Identifier. Ne? Und das ist ja schon fast klar, was man da macht. Analog zur Prozess-ID, die wir auch am Anfang schon mal hatten, geben Sie einfach jedem Prozess so ein Address Space Identifier. Und sagen eben, ne? Diese virtuelle Page Number 10, die auf 100 mappt, die gehört eben dem Prozess 1. Und die virtuelle Page Number, die von 10 auf 170 mappt, die gehört eben 2. Und das heißt, ich muss jetzt nur noch wissen, welcher Prozess läuft und welche Address Space Identifier gehört zu dem Prozess. Und bei jedem Zugriff gebe ich das entsprechend mit und dann lade ich wieder automatisch den richtigen Eintrag aus dem Puffer. Und damit kann ich genau das Problem umgehen. Das heißt, ich muss das auch nicht weglöschen. Ja? Damit haben wir ein Problem schon mal gelöst. Jetzt gibt es noch ein anderes Problem bei Caches, auch wieder ein ganz, ganz typisches Problem bei Caches, und zwar die Replacement Policy. Irgendwann ist ja mein Cache voll. Ja? Und alle alte Einträge muss ich dann gegen neue austauschen. Und hier stellt sich ganz einfach die Frage, wie mache ich das eigentlich? Also welchen Eintrag lösche ich jetzt aus meinem Cache weg? Und ein möglicher Ansatz an der Stelle wäre, die Least Recently Used Policy, LRU, die hatten wir vorhin schon mal angesprochen, ja. Und da ist die Idee ganz, ganz einfach. Einträge, die schon lange nicht mehr angefasst wurden, ja, da hatten wir dieses Access-Bit zum Beispiel, die werden mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ja auch nicht mehr benötigt. Ne? Also das verhält sich so ein bisschen wie mit Ihren Sachen in Kisten im Keller, ja, oder auf dem Speicher, wenn Sie irgendwas da weggelegt haben. Je länger Sie irgendwas nicht brauchen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das morgen nochmal brauchen, ne. Oder jetzt gleich nochmal brauchen. Und genau das macht man auch. Das heißt, Pages, auf die oft zugegriffen werden, die behält man drin. Und Pages, die man lange nicht mehr verwendet hat, die kann man eben ersetzen. Und das ist so eine Strategie. Da gibt es noch andere. Ja, und eine ist zum Beispiel, dass man das auch rein zufällig macht. Das heißt, dass man eine gute Gleichverteilung bekommt. Sagt man einfach hin, man löscht einfach ganz zufällig irgendeinen Eintrag aus einem Cache raus. Ja, die haben alle Vor- und Nachteile.
Ich glaube, die Recently Used LRU Policy, die wird da intern an der Stelle ganz gern verwendet.